So, wir sind jetzt beim Stefan in der Garage mit seinem R32 GTST, der umgebaut worden ist in GTR-Optik. Wie viel Zeit und Liebe hast du in dieses Auto eigentlich investiert? Zu viel. Zu viel Zeit. Zu viel Zeit. Und zu viel Geld. Na gut, bei Tuning spielt Geld eigentlich fast keine Rolle mehr mittlerweile, weil wenn wir gleich über die ganzen Sachen hier reden, was du hier alles reinbauen wirst, allerdings ist der Motor draußen, aber wenn der Motor dann fertig ist, denke ich mal, dass du hier richtig einen Krawallmacher haben wirst, der dir auch Spaß und Laune macht. Ja, und Spaß halt auch beim Fahren hast. Wo du den damals gekauft hast, kann ich mich noch erinnern, wo du, war das in Hamburg? Nein, das war in Bremerhaven oben. Bremerhaven. Da hast du gesagt gehabt, dass der Zustand technisch gar nicht mal so Bombe war, wie du es dir vorgestellt hast? Er war mit ein paar Mängeln angegeben, aber ja, die Mängel, die waren eigentlich sehr überschaubar. Man hat halt ein bisschen was an der Karosserie machen müssen und der Motor war angegeben mit Ölverbrauch, was aber im Endeffekt gar nicht gestimmt hat, weil der Vorbesitzer eigentlich nur daneben geschüttet hat. Auch und ja, abholen war eigentlich schon eine ganz lustige Geschichte. Ich habe am 19. Januar 2014, müsste das gewesen sein, habe ich das Auto mit meinem Opa abgeholt. Bin dann auf dem Heimweg, hatte ich dann eine Panne mit dem Auto und mein Opa ist halt einfach weitergefahren. Ich habe mir dann bei der Heimfahrt noch das Handy zerstört. Sprich, ich musste an der Tankstelle dauernd die Leute fragen, dass ich denen ihr Telefon zum Telefonieren haben kann, dass ich meinen Opa erreiche. Und im Endeffekt, wir sind in der Früh um 10 Uhr losgefahren, war um 10, halb 11 am Abend daheim und mein Opa, der kam dann irgendwann erstmal so um 2 Uhr morgens nach Hause, weil er dann nochmal umgedreht ist. Und ja, das war eigentlich schon eine ganz lustige Geschichte. Mein Opa hasst mich bis heute noch für die Action. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, da hat die Geschichte eigentlich mit dem Auto schon angefangen. Das war einerseits lustig, einerseits war es eigentlich total beschissen. Warum man so ein Auto nicht mit dem Hänger abholt, aber zu dem Zeitpunkt gab es ja noch die Kurzkennzeichen, auch ohne TÜV. Und ich musste ja auch schließlich testen, was ich da gekauft habe. Was baust du denn aktuell motortechnisch um? Der originale RB20 ist ausgebaut worden. Den haben wir dann, da kommt jetzt dann ein RB25 rein mit RB26 Ansaugbrücke, Fächerkrümmer und Singleturbo. Und ja, der ganze Kopf, der ganze Block, das ist im Endeffekt ist fast keine Originalschraube mehr da, sondern es ist eigentlich nur noch der Kopf original und der Block vom von der Grundbasis im Endeffekt. Aber ansonsten ist halt alles dann getauscht, wenn der fertig ist. Und das meiste machst du ja alles hier in deiner Werkstatt selber? Genau, bis auf so Bearbeitungssachen wie Blockhonen und Bohren. Das gebe ich halt dann weg, aber zusammengebaut wird er halt dann eben wieder hier in der Werkstatt. Das sonst, was kommt alles noch in den Motor rein? Welche Nockenwellen willst du denn verbauen? Also ich fahre zwei 64er von HKS. Das sind die schärfsten, was man jetzt so auf dem Serienkopf ohne viel Bearbeiten fahren kann. Gibt natürlich dann auch noch ganz, also Stufe 1, Stufe 2 und tada, gibt natürlich dann noch mehr. Aber für den Zweck, was ich eigentlich vorhabe, tun es die im Endeffekt auch. Ja, und ja, motormäßig haben wir da oben einige Teile liegen. Fängt an bei Marley Kolben, dann K1 Pleuel, geht weiter, dann verstellbare Nockenwellen. Von HKS, dann haben wir die ganzen ALP-Bolzen für Kopf und Block. Ja, was haben wir da oben denn noch? Dann, ja, Ölversorgung macht eine Dschungelölpumpe. Das ist auch mittlerweile ultra selten herzubekommen. Ja, die ist dann über Supertech Performance umgebaut worden auf Splindrive. Die Kurbelwelle haben wir schon umgebaut auf Splindrive. Also im Endeffekt müsste eigentlich nur noch der Motor weg, also der Block und der Kopf zum Planen und zum Aufbohren. Und dann könnte ich eigentlich, wenn ich Lust habe, anfangen, den Motor mal zusammenzubauen. Ich habe ja auch schon gesehen, du baust auch dein Getriebe um. Statt normales manuelles 5-Gang-Schaltgetriebe baust du, glaube ich, aktuell genau, auf Teilsequenziell. Teilsequenziell, okay. Und ja, weil ich es einfach, es ist so eine kleine Spinnerei von mir, weil ich es einfach recht witzig finde, wenn du halt nicht mehr irgendwie die Gänge suchen musst, sondern du ziehst halt einfach nur noch an oder drückst nach vorne zum Runterschalten.
Ich habe ja auch schon gesehen, dass du das Lenkrad austauschen möchtest. Was für ein Lenkrad kommt jetzt rein? Lenkrad. Aktuell habe ich eins vom Lancia Delta HV Integrale drin. Das kommt aber raus und kommt ein originales von Mainz Motorsport aus Japan rein. Und ja, die Form, allein die Griffmulden und sowas, das ist halt schon mal eine ganz andere Liga gegenüber einem ganz normalen Momo. Und tachotechnisch habe ich auch schon gesehen, willst du ein ultra seltenes Ziffernblatt reinbauen? Genau, auch das Originale vom Mainz R32 GTR. Von denen gibt es nur eine Handvoll von den Tachos. Ich glaube, die waren ja bis 320, glaube ich, ne? Ja, genau, die sind bis 320 und ja, ist halt auch wieder so ein seltenes Gimmick fürs Auto, wie eigentlich ja, alles, was ich so rumliegen kann. Das auf jeden Fall. Käfig kommt auch rein? Genau, Käfig ist ein Cusco, den wir dann mit Flankenschutz und Querstreben und Kreuzstrebe erweitert haben. Mhm. Das natürlich auch bei dem dünnen Cola-Dosenblech die Sicherheit auch gegeben ist, sei es auf der normalen Straße oder eben auch auf der Rennstrecke. Was war eigentlich, jetzt mal Spaß beiseite, das teuerste, was du gekauft hast in der letzten Zeit? Da gibt es vieles. Da gibt es vieles? Mhm. Aber das teuerste und das kleinste Ding ist eigentlich der Zigarettenanzünder für über 300 Euro. Der Zigarettenanzünder ist eher Highlight pur. Das ist, wie gesagt, ein ultra seltener Gag eigentlich aus den Anfangsbasis der japanischen Tuning-Szene. Da kam einer auf die grandiose Idee, wir stehen alle auf Racing-Optik. Also musste Zigarettenanzünder genauso ausschauen wie ein Schalter, wie man damals die Rennmotoren angemacht hat, bevor man losgefahren ist quasi. Wie gesagt, ein cooles Gadget, was man im Fahrzeug haben kann. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht, ja, aber gut, wie gesagt, ich find's geil, auf jeden Fall. Wie kamst du der gelben Farbe eigentlich? Das ist der Originalton vom R34. Mhm. Und mir hat der R34 in dem Gelb schon gut gefallen. Ab und zu habe ich mal einen 32er in dem Gelb gesehen oder einen 33er. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, hey, es muss mal ein Farbenwechsel her. Und deswegen habe ich den dann eben in dem Farbton EV1 Sunlight Yellow vom R34 dann lackieren lassen. Aber war auch bedingt durch, ja, sag mal so ein Missgeschick, warum der dann auch in Gelb, also gelb lackiert worden ist. Was war das Missgeschick? Ja, in meiner alten Werkstatt hat mir mein alter Vermieter, der hat über unsere Halle gearbeitet und da sind halt dann die ein oder anderen Betonbrocken leider aufs Auto geflogen, weil er nicht wusste, dass das Auto genau drunter steht. Und das Auto war zu dem Zeitpunkt halt 3 Monate frisch lackiert in originalem Weißton. Und ja, dann haben wir halt wieder angefangen, alle Fenster raus, alle Türen raus, alles wieder runterzuschleifen von dem Lack und dann haben wir halt eben komplett neuen Lackaufbau gemacht. Und jetzt ist er halt eben, ja, in dem Gelb. Ich finde, das Gelb passt zu dem Auto auch mit deiner Carbonhaube, finde ich gar nicht mal so schlecht, auch mit dem ganzen schwarzen Interieur, das du hast. Ja, man muss halt Akzente setzen. Auf jeden Fall, ja. Weil ansonsten geht das Gelb, wenn du alles nur gelb in gelb hast, geht es irgendwann unter. Ja, das Auto, wie ich ihn gekauft habe, bin ich ein Jahr ungefähr gefahren und dann kam in dieser Zeit ein sehr guter Freund von mir zu mir in die Werkstatt mit einem 32er und man hat halt dann auch die Unterschiede gesehen, auch die Breite und sowas. Ja, und dann war eigentlich wollte ich nur die Haube umbauen, dass das passt, aber dann, ja. Dann ist es leider ein bisschen ausgeartet, dann haben wir die ganze Karosserie aufgeflext, haben dann die GTR-Seitenwände hinten in Metall eingesetzt, dann ging es los, Deutschland-Tour, Kotflügel kaufen, Stoßstangen kaufen und dann Blinker, weil die sind auch wieder zum GTST komplett anders. Und die gehen ja leicht raus, ne? Ja, genau, die sind ungefähr fast 5 cm nach hinten raus länger. Und ja, im Endeffekt habe ich dann 4 Jahre an das Auto hingebaut, dann war er eben in Weiß lackiert, dann bin ich den in Weiß genau, ja, kann man sagen, 3 Monate gefahren. Ja, und dann haben wir ihn halt wieder zerlegt und dann in Gelb lackiert. Ich finde, wie gesagt, die Farbe gar nicht mal so schlecht. Das passt mit den ganzen schwarzen Akzenten, auch mit der Carbonhaube. Finde ich echt super, ist dir echt gelungen. Auf jeden Fall. Hast du auf jeden Fall noch einiges vor? Ja, ein bisschen. Hast du noch einiges vor? Ich freue mich, wenn das Fahrzeug dann mal fertig ist und du dann mal auf den Döner vorbeikommst. Wäre mega lustig. Und ich bedanke mich, dass wir dich besuchen durften. Bitte, bitte. Und danke dir.